Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Oriental Empires. Wir sind hier vor den Toren Xinchengs, der Hauptstadt der Han-Rebellen, und hier ist unsere Armee. Wir werden jetzt zum ersten Mal hier anfangen zu belagern. Es sind einige Verteidigungsarmeen hier drin, also, und das auch hier richtig gute, zum Beispiel zwei adlige Axtkämpfer, die hier schon einen plus 30% Bonus haben. Dann ist die Leibwache des Fraktionsanführers und des Nachfolgers hier mit drin. Und auch hier zum Teil schon hier mit 30%. Also das sind richtig, richtig starke Truppen. Aber naja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir haben 4 ausgebildete Bogenschützen dabei. Wir haben 2 schwere Speerkämpfer, 2 Hellebardenkämpfer. Wir werden es versuchen, und hier kommt bereits die zweite Armee noch. Mit ausgebildeten Truppen, die hier ebenfalls noch hinterherkommt. Die dritte Armee, die wir zurzeit noch unterhalten, naja, die ist irgendwie so ganz bunt gemischt. Gefällt mir zwar nicht so, wie ich sie jetzt hier habe, aber naja, es sind eben Truppen mit einer hohen Erfahrung. Deswegen wollte ich sie jetzt nicht auflösen, und ich denke, so als Backup-Truppe kann man sie auf jeden Fall noch benutzen. Das sind 5 Bogenschützen, also auch für so eine Belagerung, denke ich, auf jeden Fall noch irgendwie zu gebrauchen. Ich glaube, wir ziehen sie auch mal hin. Sie ist zwar noch nicht, wir warten hier noch eine Runde und füllen hier nochmal auf. Hier ist die Effizienz noch nicht ganz oben bei manchen Truppen. So viel Zeit haben wir, das wird sich nämlich ein bisschen hinziehen. Also hier greifen wir jetzt an. Genauso wie hier in GD, das werden wir wohl kampflos einnehmen hier mit dieser Einheit. Denn da sind noch keine Palisaden und auch keine Gegner drin. Bevor ich jetzt den Zug weitermache, möchte ich noch 2, 3 Bauaufträge raushauen. Die Bauernhöfe etc., das habe ich alles voreingestellt. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Ihr seht, hier blinkt es nämlich schon. Hao Ying hat eine Größe von 69, und obwohl hier dieser Statthalter drin ist, den wir hier drin haben, haben wir hier momentan trotzdem eine Unruhe von 48, von der allein 33 durch die Überbevölkerung kommen. Also das ist jetzt absolut wichtig, hier eine Stadt draus zu machen. Kostet 2000 und dauert auch nur eine Runde, und dann ist das auch wieder erledigt. Und dann habe ich gesehen, dann haben wir hier unten noch was zu tun. Hier in Donghai, dort ist eine Töpferwerkstatt, und die werden wir abreißen, weil ja, die bringt uns momentan eher, also mehr Nachteile, als sie Vorteile bringt. Wir sehen das hier nochmal. Sie bringt uns momentan 7, also handelt 7 Gold ein durch den Handel hier nach Yanling zu den Wu. Sie kostet zwar nichts, aber durch das, dass wir hier die Töpfereiwerkstatt haben, importieren wir hier nichts aus Shangyang. Und ihr wisst, dass das hier unsere super Töpferware ist. Also von daher werden wir jetzt das hier abreißen. So, und dann wird hier zukünftig doch einiges mehr guck mal, jetzt sind es nämlich schon 51, was hier nach Donghai geht. Das ist jetzt, hat jetzt direkt einen Schub nach oben bekommen. Sehr schön, gut. Ein Bau noch. Und zwar in unserer Hauptstadt möchte ich dann auch noch die Waffenschmiede bauen. Für 500. So. Okay, und jetzt kann es losgehen. Ich bin gespannt, wie diese Belagerung ablaufen wird. Weil das sind schon richtig gute Truppen, die der Gegner da hat. Kabel ohne Befehle. Ja, genau, das sind die. Die werden sich ausruhen. Das ist schon in Ordnung so. Und ist auch gewollt. So, jetzt kommt's zur Belagerung. 480 gegen 360. So, die Bogenschützen bringen sich in Position.
und eröffnen jetzt das Feuer. Was haben wir hier noch? Hier geht's gegen die Weißen. Die, ach, die wollen es tatsächlich nochmal wissen. Na gut, die geben hier auch nicht auf. Das ist hier bei Xibo die Schlacht. Aber das dürfte kein allzu großes Problem sein. Deswegen gehen wir mal wieder hierher zurück. Das ist deutlich interessanter. So, da müsste jetzt eigentlich gleich die erste Bresche... So, da ist sie. Und hier macht sich die erste Einheit Hellebardenkämpfer auf, die jetzt hier rein will. Auf geht's. Na komm, wir machen ein bisschen schneller. So, gegen wen kämpfen sie? Ah, er wirft uns zuerst die leichten Bauernspeerkämpfer entgegen. Also seine guten Truppen hält er wohl auch zurück. Weiß nicht, ob man das bestimmen kann, weiß ich jetzt gar nicht. Das sollten wir eigentlich gewinnen hier. Ja. So, da ist eine zweite Bresche. Aber naja, wir haben Rundenende. Okay. So. Also. Die Chidi, das war, wie angesprochen, das war erobert, das ist klar. Oh, wir haben eine Dürre in Nordchina. Oh, und das ist bitter jetzt. Das ist jetzt richtig bitter. Das kennen wir schon, hatten wir glaube ich schon mal. Unruhe unter den Bauern, plus 15 in allen aufgezählten Städten hier. Oh je, das könnte böse ausgehen. Und wir haben hier direkt Banditen. Vor den Toren unserer Hauptstadt. Drei Einheiten Bauernspeerkämpfer. Die Seidenweberei hier oben ist gebaut. Sehr schön. Schauen wir uns gleich mal an. Oh ja. Und wir haben hier gleich schönen Export nach Xibo. So, was haben wir noch? Stadtaufwertung ist durch. Das ist schön. Ansonsten nur Bauernhöfe. Hier gibt es noch eine Plünderung. Ist das? Und die Schlachtberichte. Xibo, klar, 5 zu 25. Das war vernichtend. Und das war die Belagerung. 30 zu 28. Naja, gut. Das ist ausbaufähig. So, wo fangen wir an? Ich denke, wir schauen als allererstes hier rein. So, och, schaut mal das an. Das sind Siedler, Leute. Das sind Siedler der Dongyi. Die könnten wir doch mal hier mit dieser Armee abfangen, oder? Beziehungsweise wir gliedern mal, die sind nämlich noch nicht ganz wieder aufgefrischt, die Bogenschützen. Wir gliedern mal diese beiden Streitwagen aus und fahren ihnen hier entgegen und gehen auf voller Angriff. So, dann fangen wir mal diese Siedler ab. Okay. So, hier die zweite Armee. Ah, die hat aber schon ganz schön Effizienz eingebüßt, die Bogenschützen. Und was hat der Gegner? Hat der Gegner überhaupt, naja, so arg viel verloren? Hat er hier nicht. Also das ist eine harte Nuss. Wir bringen mal die zweite Armee hier in Stellung.
So, das lassen wir so. Ich hoffe, die mischen jetzt dann auch mit. Hier werde ich auf jeden Fall abreißen, die Stadt. Oder? Werde ich das tun? Ja, werde ich tun, aufgrund der Autorität. Plündern bringt hier nicht viel, ist zu klein. Wir werden sie zerstören. Und werden diese Einheit dann hier rüber bewegen. Oh, oh, schaut euch mal das an hier. Ui. Was ist denn das für eine riesige Streitmacht der Weißen Die? Schaut euch mal das an. 8. Gut, okay, das sind alles Bauernspeerkämpfer, aber trotzdem. 8, hier nochmal 7. Hier auch nochmal ein 8er Stack mit einem Streitwagen, Axtkämpfern, der Leibwache. Hier auch nochmal. Wow, also das ist... Ja... Sie wollen wohl hier nach Bo. Das sind unsere Vasallen, die hier massiv Probleme haben. Heftig. Ganz schön heftig. Ja. Okay. Gut, was? Ah, wir müssen jetzt in der Hauptstadt auf jeden Fall Truppen ausheben und müssen uns hier um diese... diese Banditen kümmern. Ich denke, wir machen das mit 2 und 2. Das sollte eigentlich schon reichen gegen diese Banditen. Ich stelle sie mal in 2er rein. Bogenschützen nach hinten. Auf den Unterstützungsfeuerbefehl. Und dann gehen wir hier ran. So. Und zur Sicherheit, nur zur Sicherheit, werde ich hier in Haoying mal noch 2 Bauernspeerträger ausheben. Aber das ist nur von kurzer Dauer. Es geht mir einfach nur darum, dass ich die... Dass sich die Banditen jetzt hier nicht nach Westen wegdrehen können und mir am Ende hier vielleicht sogar plündern. Deswegen werden wir die hier hinbringen. Und dann so eindrehen. Gut, damit sollten wir das verhindern können. Gut, was ist noch zu tun? Ich denke erstmal nichts weiter. Hier wird gebaut, oder? Noch eine Runde der Waffenschmied. Okay. Was ist eigentlich hier unten? Ups. In Dongbo. Ja, boah, 96% Unruhe. Leute. Ja, das ist böse. Ja, weil hier immer noch die Nahrungsmittelknappheit ist, aufgrund dieser Plünderungen, die hier waren. Tja. Das hier sind die restlichen Einheiten. Aber ich glaube fast, da kommen die Bar selbst mit zurecht. Ich würde zumindest die beiden Truppen, sollten wir hier mal wieder reinziehen. Denn die sorgen dann zumindest für etwas Unterdrückung. Und die Bauerntruppen... Die machen wir mal so. Schaffen wir das? Ja, das ist schon gut, was hier steht. Ich denke, wir gehen hier mal in die Wälder. So, und die gehen hier rein. Alles klar, das passt. Und Bauaufträge sind alle noch erteilt. Ja, dann werden wir hier oben weiter belagern. Ich hoffe, wir sind diesmal etwas erfolgreicher. Also 2 Breschen und nur 1 Kampf, das war etwas wenig.
Jetzt versuchen wir das Ganze mit zwei Armee. Ich hoffe, dass die hier gleich mit in den Kampf gehen. Bin mir da allerdings nicht ganz so sicher. Wir werden die beiden auf jeden Fall mal auf sofortigen Angriff stellen. Und die Bogenschützen müssen wir auf Angriff stellen, sonst hat es keinen Sinn. Gut, los geht's. Stapel ohne Befehle. Wo haben wir noch was? Ach, hier oben. Ja. Die haben wir immer schön geplündert. Das sind eben, das mehrere, haben die mehrere Siedler ausgeschickt. Wo war der denn eben? Ja, da ist ein Siedler. Und da ist nochmal ein Siedler. Na gut, dann voller Angriff, die Speerkämpfer. Und ihr auf den Siedler. Okay, los geht's. Ha, sie haben sich tatsächlich nach Westen weggedreht und haben gedacht, sie könnten hier, haha, aber nicht mit dem Commander. Ja, ja. Glück gehabt, dass wir hier im Westen auch ausgehoben haben. Die müssen nur abfangen, abhalten und dann kommen von hinten die hier. Ich hoffe, das funktioniert wie gewünscht. Und hier kommt es jetzt nochmal zur Belagerung, zur zweiten Runde der Belagerung. Ich bin gespannt, ob die zweite Armee mit eingreifen wird. Schauen wir mal dahin, ob das funktioniert. Ja, sie zaghaft, aber sie kommt. Doch, sie schießen. Okay. Jawohl, die erste Einheit Banditen flieht. Jawohl, die zweite flieht. Es funktioniert. Und wie sieht die Belagerung aus? Jawohl, auch die südliche Armee greift ein. Zumindest die Bogenschützen schießen hier jetzt. So, und dann, das sind die Kämpfe gegen die Siedler. Oh ja, die beiden Streitwagen. Da bin ich mal gespannt. Die müssten hier ja wie das Messer durch die Butter gehen eigentlich. Ja, sie fliehen in die Wälder. So. Bresche Nummer 1. Diesmal stellen sie uns die adligen Axtkämpfer entgegen. Hier haben wir Bresche Nummer 2. In die gehen die Hellebardenkämpfer. Das Tor brennt. Auch hier müsste jetzt ein Nahkampf stattfinden. Ja, diesmal sieht es schon deutlich besser aus. Die gehen auch hier ran. Und jetzt müsste es, wenn es jetzt hier gleich brennt, müsste es noch sogar noch einen vierten Nahkampf geben, wenn es die Zeit, die Rundenzeit zulässt. Ja, da ist die Bresche, aber kommt es noch zum Kampf? Ja, sieht so aus. Ich denke, dass wir das in der nächsten Runde vielleicht schon nehmen können. Bin gespannt, wie die Verluste aussehen. Oh ja, oh, die Wu. Schaut euch das an, was hier jetzt nach uns noch läuft. Die Wu sind jetzt hier noch massiv mit. Schau mal, was die hier an einer. Welche Menge an Streitwagen die hier dabei haben. Wow. Oh. Also der Hammer wäre jetzt, wenn die Wu jetzt diese Stadt einnehmen, weil wir so ordentlich Breschen geschlagen haben. Das wäre jetzt der Knüller. Bin ich jetzt mal gespannt. Nein, also die Stadt ist immer noch in Händen der Hahnrebellen, aber sie haben
böse, böse Verluste bekommen, wie mir scheint. Da ist nicht mehr viel übrig. So, wir haben natürlich weitere Banditen. Das liegt jetzt an dieser hohen Unruhe durch diese Dürre. Hier nochmal im Osten der Hauptstadt. Ah, das ist ein einzelner Trupp. Och, guck, das sind bauernhelle Badenträger sogar. Also auch die werden stärker. Mhm. Okay, die konnten wir über den Fluss treiben. Wo sind noch Banditen? Hier. Oh je, da kann man sie ja gar nicht gebrauchen jetzt. Da kann man sie ja überhaupt nicht gebrauchen. Helle Badenträger und Bogenschützen. Naja, wir haben massenweise Bauernhöfe. Ja, wir haben hier Plünderungen. 50, dann weiter unten nochmal. Hier unten sogar 150, insgesamt 200 dann. So, 40 zu 70. Das waren die Siedler. Also keine eigenen Verluste, 28 beim Gegner. Er konnte sich hier rüber fliehen. Wir werden auf jeden Fall hier nachsetzen. So, und das war die Belagerung, die als unentschieden gewertet wird. 77 zu 73. Aber schaut mal, es sind nur noch zwei Einheiten drin. Es sind nur noch zwei Einheiten und die drei. Aber die beiden Bauern-Speerkämpfer, die sind auch schon böse angeschlagen. 11 Mann. Und das zweite sind nur 37 Mann. Also das ist jetzt, ich denke, zumal es jetzt auch nur noch drei Einheiten sind und wir ja wieder drei oder vier Breschen reinschlagen werden. Somit müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Wir schauen hier mal, was die Wu hier stehen haben. 5 Streitwagen. Und hier oben, das ist ein Siedler. Okay, den konnten wir übrigens nicht erreichen. Der war schneller. Wir gehen mal so hinterher. Bring den mal hier mit ran noch. Ja, ich denke, jetzt müsste das eigentlich fallen. Die Truppen sehen immer noch gut aus. Wir werden die gleichen Angriffsbefehle nochmal erteilen. Und dann sollte das Thema hier durch sein. Gut, sonst haben wir sonst was zu tun. Ich schaue immer mal wieder hier auf Xibo, auf Dongbo meine ich, ja. 67, wir konnten es etwas drücken. Die Dürre, wie lange hält die an? Noch drei weitere Runden. Ja, 15% sind das. Das ist eine Menge. Das haben, glaube ich, haben fast alle unsere Städte abgekriegt. So, läuft hier die Handelsroute eigentlich wieder? Ja, läuft sie. Sehr schön. Kupfer 5 und 11. Lokale Spezialitäten 20. Vielleicht bauen wir hier noch irgendwas. Wir könnten hier die Gießerei bauen und Bronze, um dann auch noch Bronze zu handeln. Oder wir sparen jetzt erstmal. Das ist jetzt die Frage. Hier oben müssen wir uns erstmal noch drum kümmern. Die Geschichte hier. Ich denke, wir setzen hier nach. Oder wir gehen zumindest mal hier auf dieses Feld. Und die brauchen wir jetzt eigentlich schon nicht mehr. Die haben jetzt ihre Schuldigkeit schon wieder getan und können entlassen werden. Aber wir brauchen hier am Osttor nochmal weitere Truppen. Okay, Adlige können wir nicht. Was wir allerdings können, können hier... Bar am Osttor geht nicht. So das. Blockiert das der Gegner schon, oder was? Na gut, dann lassen wir sie eben am Nordtor raus. Auch nicht. Na, Südtor geht. Komisch.
Naja, dann nehmen wir zwei von denen und zwei Bogenschützen. Und ja, da kommen wir jetzt nicht schnell genug hin. Das ist das Problem. Wieso kriege ich die nicht hier im Osten raus? Ist hier Hochwasser? Ich sehe nämlich gerade, ich komme auch nicht auf das Feld. Naja, gut, im Wasser kann ich eh nicht stehen bleiben. Okay, dann. Ja, keine Ahnung, an was das jetzt liegt. Aber das ist jetzt natürlich nicht so optimal, denn das könnte jetzt sein, dass die hier zum Plündern reinkommen. Wir bauen die mal hier so um. Geben hier wieder den Unterstützungsbefehl und den Hellebardenträgern geben wir aber den vollen Angriff. Dann hoffe ich, dass die vielleicht hier auch über den Fluss gehen. So, der ist erteilt. Ich denke jetzt, wir machen noch eine Runde weiter. Ich möchte hier sehen, ob wir hier mit dieser Belagerung noch durchkommen. Das wäre doch ein schönes Ende. Und ja, was machen wir mit denen? Die lassen wir jetzt auch noch eine Runde sitzen. Brauchen wir jetzt aktuell eh nicht. Ah doch, doch, guck mal, hier oben waren ja nochmal Banditen. Wie handeln wir die? Da heben wir hier noch was aus. Nordtor. Ja, ich denke, wir machen hier mal Kavallerie. Zwei. Eine. Okay. Und nehmen zwei Bogenschützen dazu. Bauernbogenschützen, die werden wir dann auf jeden Fall wieder auflösen. Zwei Reihen. So, ihr bekommt wie immer den Unterstützungsbefehl, der andere den Angriffsbefehl. Wir gehen hier hin. Vielleicht können wir hier noch was rausziehen. Ja, hier hätten wir noch. Dann nehmen wir hier nochmal zwei Kavallerie dazu. Aber nicht am Nordtor, sondern am Osttor. So. Und auch du kommst hier mit dazu. So, dann sollte das eigentlich passen. Attacke. Los geht's. Hier wird's am interessantesten, würde ich sagen. Wo haben wir keine Befehle? Das ist korrekt. Ja, 66 Mann sind es noch in der Stadt. Und hier sind zum Teil sogar schon noch Breschen offen, die nicht geschlossen werden konnten jetzt zwischen den Runden. Also kommt es hier direkt zum Kampf. Hier auch. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch eine weitere. So, wie sieht es hier mit den Banditen? Ja, ich hoffe, wir kriegen die so, dass es hier zu keinen Plünderungen kommt. Und das hier hat auf jeden Fall auch funktioniert im Osten unserer Hauptstadt. Tja, also das müsste eigentlich fallen. Drei Einheiten haben sie, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm hatte. Drei Nahkämpfe sind es jetzt. Also wenn jetzt hier die Bresche kommt, dann ist das Thema durch. Genau, und die können sie nicht mehr verteidigen, weil keine weitere Einheit vorhanden ist. Und damit müsste das Thema erledigt sein. So, hier die Banditen sind geschlagen. Ja, ich glaube, das waren Siege auf ganzer Linie.
Ja, die Stadt ist genommen, wir marschieren ein. So, und damit haben die Hahnrebellen eigentlich nur noch ein Städtchen und das ist nicht verteidigt. Also damit sollte dieser Krieg eigentlich schon erledigt sein. Wir haben Xinsheng erobert, wir haben zwei weitere Fortschritte. Nationalmythos, unsere Bevölkerung sollte die Geschichte ihrer Vorfahren kennen. Vom gelben Kaiser, der ihre Vorfahren lehrte, Körner auszusehen und Kleidung zu tragen. Von Yao und Shun, die lehrten, wie man in einem starken Staat zusammenlebt. Und von Yu, dem Großen, der die großen Überschwemmungen zügelte und dem Land Wohlstand brachte. Und gleichzeitig noch das brennende Harz. Harz ist eine klebrige, brennbare Substanz, die aus Holz gewonnen werden. Was? Die aus Holz gewonnen werden? oder in Teegruben gefunden werden kann. Pfeile oder Felsbrocken können mit Harz überzogen werden, wodurch Belagerungsmaschinen brennende Steine und Infanteristen brennende Pfeile einsetzen können. Das ist gut, denn das dauert auch nicht mehr lang, bis unsere Belagerungswaffen fertig sind. Ansonsten haben die Bar hier... Nee, doch, das sind Bar-Rebellen, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben. Und ansonsten, das waren alles Siege. Gut, Leute. Mit diesem Erfolg beenden wir diese Folge. Und nicht nur diese Folge. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Kanal-Hauptseite das Video schon gesehen habt zum Thema, ja, wie es hier über Weihnachten weitergeht. Ich werde 3 Wochen mit diesem Let's Play pausieren. Also zum einen bin ich eine Woche Skifahren zwischen Weihnachten und Silvester und dann möchte ich einfach in der Weihnachtszeit so ein bisschen auch mehr Zeit mit Family und so weiter verbringen. Also ich werde hier dieses Let's Play pausieren. Weiter geht's am Montag, den 8. Januar. Also ich wünsche euch selbst schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Spannt ein bisschen aus, kommt runter. Wünsche euch dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns hoffentlich in alter Frische am 8. Januar wieder. Falls ihr gar nicht hier ohne Let's Plays und so weiter auskommen wollt, 1-2 kleine Sachen laufen weiter auf dem Kanal, auch über diese Weihnachtszeit raus. Und zwar habe ich zum einen das kleine Jubiläums-Let's Play für die 200 Abonnenten. This War of Mine kommt täglich. Und dann haben wir donnerstags einmal in der Woche unser Retro-Let's Play mit Jacket Alliance Gold, also Jacket Alliance 1. Also wenn ihr da reinschauen wollt, gerne. Also in diesem Sinne, Leute, nochmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns hier mit Oriental Empires am 8. Januar wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.